Der Bundestag hat ein Gesetz zur Überwachung von Messenger-Diensten verabschiedet. Es erlaubt den Behörden zur Verbrechensbekämpfung nun auch den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikationsplattformen wie WhatsApp. Bislang war das nur beim Telefonaten oder SMS gestattet. Für das Mitlesen von Nachrichten muss eine Software auf das Smartphone geladen werden. Datenschützer warnen vor missbräuchlichem Einsatz des sogenannten Staatstrojaners. Fahnder sollen künftig häufiger WhatsApp-Nachrichten von Verdächtigen mitlesen dürfen. So wie sie das bislang schon bei SMS-Nachrichten von Beschuldigten dürfen. Das Besondere? WhatsApp-Nachrichten sind verschlüsselt. Für die Große Koalition ist genau das ein Problem bei der Strafverfolgung. Nur noch 15% der Kommunikation erfolgt unverschlüsselt. Gucken sich mal die Kids an, die drücken auf den Hörer bei WhatsApp. So, und diese Kommunikation von Verbrechern, von Verdächtigen, die schwere und schwerste Straftaten im Verdacht sind, begangen zu haben, die wollen wir genauso haben wie die normalen Telefonate. Und das ist berechtigt. Die Opposition im Bundestag ist dagegen. Denn wollen die Ermittler bei Messenger-Diensten wie WhatsApp mitlesen, dann müssen sie erst heimlich eine Spionagesoftware auf das Handy des Verdächtigen laden. Diese Programme können mehr lesen, als rechtlich erlaubt sei, so Kritiker. Gespeicherte Nachrichten, Anruflisten, Dokumente in der Cloud. Dieses Gesetz darf so nicht durchkommen. Dieses Gesetz muss spätestens in Karlsruhe fallen. Datenschützer und IT-Experten üben scharfe Kritik. Damit eine Spionagesoftware die laufende WhatsApp-Kommunikation mitlesen kann, müssen Sicherheitslücken ausgenutzt und Schutzmechanismen auf dem Handy eines Verdächtigen ausgeschaltet werden. Die Befürchtung, der Staat werde zum Hacker.